Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Die AfD bringt heute den Antrag ein, die islamistische Terrororganisation Hamas in Deutschland zu verbieten. Die Frage ist eigentlich nicht, Hisbollah zu verbieten. Hamas wird auch verboten, aber die Hisbollah agiert hier. Die Frage stellt sich eigentlich nicht, ob die Hisbollah verboten werden muss, sondern warum das nicht längst geschehen ist. Die Hisbollah führt einen Terrorkrieg gegen die israelische Zivilbevölkerung. Dieser Krieg hat ein Ziel, die Auslöschung des jüdischen Staates. Der Hisbollah-Generalsekretär Nasrallah hat am Al-Quds-Tag 2013 erklärt, Israel ist wie Krebs, der ausgerottet werden muss. Und mit den Hisbollah-Anhängern ist dieser Geist bei uns eingewandert. Und in diesem Geist skandieren sie heute auf unseren Straßen, auf den Al-Quds-Tagen, Parolen wie Juden ins Gas. Die einzige angemessene Reaktion darauf lautet, die Hisbollah und ihre Anhänger gehören nicht nach Deutschland, die müssen hier raus. Wer hinter dem Wegschauen steckt, ein feiger Gedanke. Wenn wir vor denen zu Kreuze kriechen, dann lassen sie uns vielleicht in Ruhe und morden woanders. Die Hisbollah hat genau das schon reichlich unter Beweis gestellt, dass sie nämlich auch in Europa zuschlägt. Wir erinnern uns an ihre Beteiligung beim Mykonos-Attentat 92 in Berlin oder den Anschlag in Bulgarien 2012. Aber die Bedrohung ist doch kein Grund zum Einknicken, erst recht ist ein Grund zum Aufstehen. Wir lassen uns von Terroristen nicht erpressen. Die Hisbollah ist aber nicht nur eine international agierende Terrororganisation, sie ist auch ein global operierendes kriminelles Netzwerk. Die US-Behörde gegen den Drogenhandel, DEA, hat schon 2016 festgestellt, dass die Hisbollah mit lateinamerikanischen Drogenkartellen kooperiert und große Mengen Kokain in die USA und nach Europa bringt. Die diabolische Logik dahinter ist klar. Sie will die Ungläubigen in die Drogenabhängigkeit treiben und mit Gewinnen aus dem Drogenhandel ihren Terror gegen die Ungläubigen finanzieren. Und was tut die Bundesregierung? Sie versteckt sich hinter der abstrusen akademischen Unterscheidung zwischen dem militärischen Arm der Hisbollah und dem politischen Arm, der bei uns legal ist. Nicht einmal die Hisbollah selbst macht diesen Unterschied. Um im Bild zu bleiben, die zwei Arme sind Teil desselben Körpers. In der Terrororganisation schießt der eine die Raketen, der andere rekrutiert die Terroristen und der dritte beschafft dafür das Geld. Und in Deutschland passiert genau das, die Mittelbeschaffung im Schutze der Legalität. Über 1.000 Hisbollah-Aktivisten sammeln in Deutschland Spenden für den Ausbau der Macht der Terrororganisation im Libanon. Dort ist die Hisbollah Staat im Staate und beschießt Israel mit Raketen. Die Bundesrepublik ist damit zum sicheren Hafen für islamischen Terror gegen den jüdischen Staat geworden. Was für eine Schande! Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Nils Annen, erklärt das so: Die Hisbollah sei im Libanon ein politisch relevanter Faktor, und darauf sollen wir Rücksicht nehmen. Das heißt, wenn eine Terrororganisation in irgendeinem Winkel der Welt so weit gekommen ist, dass sie sogar politisch relevant geworden ist, wie eben im Libanon, darf sie auch hier bei uns in Deutschland als legale politische Organisation agieren. Gilt das eigentlich auch für den IS, die Taliban oder die Mafia? Die Hisbollah ist eine Terrororganisation mit beiden ihren Armen. Appeasement und Unterwerfung ist falsch. Die Antisemitismus-Resolution oder das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels bleiben Lippenbekenntnisse, wenn dem keine Taten folgen. Freiheit ist nicht mit Lippenbekenntnissen zu verteidigen, sondern nur mit Entschlossenheit. Die USA, Kanada, Großbritannien, die Niederlande und natürlich Israel haben die Hisbollah verboten. Sogar der Innensenator aus Berlin, Andreas Geisel, SPD, will die Hisbollah verbieten. Und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, fordert das Verbot der Hisbollah. Und wir wollen heute von Ihnen wissen, eine Woche nach dem unsäglichen Al-Quds-Tag, ob Sie dafür oder dagegen sind. Wer nicht für das Verbot der Hisbollah ist, der betreibt die Sache der Hisbollah. Und nun sagen Sie uns, auf welcher Seite Sie stehen. Vielen Dank.